So, der Akku ist fast voll. Es kann also gleich losgehen. Vorher aber sehen Sie noch die Idee von Heinz-Bert Weber. Und da geht es noch einmal um das leidige Problem Akkuladen beim Elektrofahrrad. Heinz-Bert Weber aus Troisdorf war genervt. Um den Akku für sein Elektrofahrrad zu laden, musste er ihn jedes Mal herausziehen, um ihn mit dem Ladegerät an eine Steckdose in der Wohnung zu hängen. Also hat sich Herr Weber etwas ausgedacht. Ein verschließbares Gehäuse, mit dem er das Ladegerät fest an das Fahrrad anbauen konnte. So kann er den Akku aufladen, ohne ihn vorher ausbauen zu müssen. Und er hat das Ladegerät immer dabei, auch unterwegs. Außerdem hat sich Herr Weber eine kleine Ladestation im Hof seines Hauses eingerichtet, wo er sein Fahrrad einfach anschließen kann. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie sich